Erst ammerte Kelly, jetzt macht sie Helene Fischer Konkurrenz. Sie sind beide blond, erfolgreich und machen Schlager. Maite Kelly 38 und Helene Fischer 33 haben einige Gemeinsamkeiten. Und jetzt kommt sogar noch eine hinzu. Maite Kelly macht Helene Fischer in Berlin Konzerten Konkurrenz. Im kommenden Jahr wird sie genau wie die 33-Jährige in der Mercedes-Benz Arena auftreten. Maite Kelly, und dann machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Berlin fehlt slicke Home- und Heimspiel. Wahnsinn! In einem Jahr komme ich zurück und spiele in der Mercedes-Benz Arena Berlin. Und dann machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, versprochen? Verkündete Maite Kelly den Location-Wechsel am Tag nach ihrem Berlin-Konzert im Friedrichstadtpalast auf ihrer Website. Die Fans haben bereits Tickets für das kommende Jahr. Die einheitliche Antwort ihrer Fans. Ja. Danke liebe Maite für das tolle Konzert gestern Abend, du warst wieder mega. Ich freue mich schon auf dein Konzert nächstes Jahr und eins stimmt. Da machen wir wieder weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Verspricht ein Fan in den Facebook-Kommentaren. Karten für 2019 liegen schon hier. Das lassen wir uns nicht entgehen. Und ich bin im nächsten Jahr auch wieder dabei und freue mich schon sehr. Kann es kaum erwarten, zwei weitere. Maite Kelly, ich liebe Helene Fischer. Für ihre Fans ist Maite Kelly die Größte. Ob sie mit dem Hallenwechsel Helene Fischer wohl den Rang abläuft? Geplant hat sie das scheinbar nicht. Ich liebe Helene Fischer, gibt sie in einem anderen Post auf ihrem Facebook-Profil zu. Es ist Platz für alle da.
abwarten, ob das im kommenden Jahr noch genau so aussieht. Zweiter Florian Silbereisen, was läuft da mit Mathe Kelly? Was ist denn da los? Geht Mathe Kelly etwa auf Litkurs mit Neusingle Florian Silbereisen? Oha, gibt es in der Schlagerwelt etwa bald ein neues Paar? Zumindest von Mathe Kellys 39 Seite scheint dem nichts im Weg zu stehen. Schon wieder schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihrem Musikerkollegen Florian Silbereisen 37. Und der ist ja bekanntlich seit neuestem ebenfalls Single. Innige Blicke, die Hand an Flois Wange und zweideutige Sprüche. Als Mathe Kelly Mitte Januar in Florian Silbereisens Show Schlager Champions auftrat, flogen von ihrer Seite die Funken Richtung Moderator. Und nur wenige Tage später schwärmte Mathe schon wieder von ihm. Florian sei ein gut aussehender, erfolgreicher, netter Kerl. Und sie geht sogar noch weiter, eine tolle Frau wird froh sein, mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, das wird schnell gehen. Es funkt zwischen Florian und Mathe. Denkt Mathe Kelly da vielleicht sogar an sich selbst? Immerhin ist sie seit der Trennung von Ehemann Florent Raimund Single. Lebt mit ihren drei Töchtern alleine in der Nähe von Düsseldorf. Ein Mann wie Florian, der genau wie sie in der Schlagerbranche zu Hause ist. Sie versteht und beraten kann, käme ihr da sicher gelegen. Zumal Florian Silbereisen als sehr kinderlieb und familienorientiert gilt, was Mama Mathe sicher zu schätzen weiß. Gibt sie deshalb so Vollgas auf der Flirtpiste? Eine Botschaft für Florian hat sie allerdings noch. Eine Frau wie ich bleibt nicht lange auf dem Markt, sagte sie vor einigen Wochen im Interview. Sie flirtet ihn an, durch ihre Jobs verbringen die beiden Schlagerstars oft Zeit miteinander. Dass Mathe eine Schwäche für Florian hat, sieht man ihr schon seit Jahren an.